Hallo Wippigo, wie im Forum schon angekündigt, heute auf dem Sonntag ein kleiner Schusstest, Präzisionstest auf 25 Metern mit der Diana 340 Entec und den JSB Exact Express in 4,52 auf eine Zielscheibe. Genau, auf eine liegende Zielscheibe. Ja, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich mache immer Sequenzen von 5 bis 6 Schuss, also ein Versuch, 6 Schuss, zweiter Versuch, 6 Schuss. Okay, bis gleich. So, WPO, gehen wir wieder zum Zielaufbau. Hier ist mein 25 Meter Busch, da ist der Stand. Und hier haben wir den Dämmblock, den schwarzen. Auf dem Dämmblock habe ich jetzt die WPO-Testscheibe arretiert, wie man sehen kann. Die in dem neuen Thread Field Target und Hunter Field Target schon von mir erwähnt. Das sind hier meine Referenzpunkte und hier die Reißzwecke ebenfalls auch. So, dann schauen wir mal, ob ich auf 25 Meter mit der Diana 340 Entec hier die Scheibe splitten kann. Ich kann von meinem Stuhl aus, von meinem Chair Rest kann ich nicht genau sehen, ob ich die eventuell getroffen habe. Aber schauen wir mal. Okay. Jetzt geht's los. So, WPU, das hat so zu 1/8, glaube ich, funktioniert. Ja, ich konnte das eben halt nicht sehen, beziehungsweise erkennen, ob die gesplittet wird, die Scheibe. Und wie man sieht, die wurde gesplittet und zwar von hier vorne bis, ja, bis hier oben, wenn ich gehe mal aus dem Schatten raus. Käse. So, haben wir es nochmal. Also. Hier und dann bis hier vorne hin. Ja, es ist ein Unterschied, weil ich schieße von unten nach oben. Keine Ahnung, das muss vielleicht eine Auswirkung haben auf die Schussbahn. Dieser Riss hier ist nicht dieser hier, der muss gerade passiert sein. Dieser Riss hier ist aus dem zweiten Versuch, ach Quatsch, aus dem ersten Versuch, das war jetzt der zweite Versuch, A5, A6 Schuss. Sorry. So, und das war der im ersten Versuch,
ein anderes. Ja, und dieser muss jetzt gerade wohl passiert sein. Ich hatte das gesehen, weil die Dämmwolle hier ein bisschen hochspritzt. So, und hier, wie schon gesagt, ja, anderes. Und hier vorne hatte ich die beim ersten Schuss, glaube ich, die Dings weggeschossen. Die Reißzwecker. Okay, hat sie gut gemacht. Mir macht sowas Spaß. Solche Präzisionsschüsse auf 25 Meter, habe ich schon gesagt, da ganz hinten. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut bei uns im Forum rein, BPU. Grüße alle Gäste, alle User, alle Hater. Ach, ist ziemlich schön. Das ist doch wirklich ein schönes Gewehr. Und geht super präzise. Mache ich aber noch ein Video von. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis dann, euer Nobby. Schönen Restsonntag. Tschüdelö.